beten wir gemeinsam von dem Liedzettel. Wer unterm Schutz des Höchsten steht, im Schatten des Allmächtigen geht, der auf die Hand des Vaters schaut, sich seiner Obhut anvertraut, der spricht zum Herrn voll Zuversicht, du meine Hoffnung und mein Licht, mein Ort, mein lieber Herr und Gott, dem ich vertraue in den Tod. Denn dies hat Gott uns zugesagt, wer an mich glaubt, sei unverzagt, weil jeder meinen Schutz erfährt, und wer recht anruft, wird erhört. Ich will mich zeigen als sein Gott, ich bin ihm nah in jeder Not. Des Lebens Fülle ist sein Teil, und schauen wird er eines mein Heil. Des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus sei mit euch. Und mit deinem Geist. Sein Fähnchen in den Wind hängen, schön mit dem Strom schwimmen und das tun, was gerade so angesagt ist. Bloß keinen Widerstand leisten, bloß nicht anecken oder auffallen. Und schon gar nicht mit dem eigenen Glauben. Liebe Schwestern und Brüder, für Jesus Christus ist so etwas eine untragbare Haltung. Und das ist wieder unerträglich auch für seine Gegner. Von ihnen herausgefordert hat, zeigt Jesus eigentlich, wes Geisteskind er ist. Wer getauft ist, trägt das Zeichen seines Geistes. Und das ist klar. Und für die herausfordernde Feinarbeit im Alltag, da wollen wir jetzt zu Beginn dieser heiligen Feier zunächst Gott um sein Erbarmen bitten. Herr Jesus Christus, auf dich hoffen wir. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. An dich als Gott und Mensch glauben wir. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Aus deiner Liebe zu uns leben wir. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Beten wir gemeinsam das Gloria. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade. Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an, wir rühmen dich und danken dir, denn groß ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott, König des Himmels, Gott und Vater, Herrscher über das All, Herr, eingeborener Sohn, Jesus Christus, Herr und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Du nimmst hinweg die Sünde der Welt, nimm an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters, erbarme dich unser. Denn du allein bist der Heilige, du allein der Herr, du allein der Höchste, Jesus Christus, mit dem Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du bist unser Herr und Gebieter. Mach unseren Willen bereit, deinen Weisungen zu folgen und gib uns ein Herz, das dir aufrichtig dient. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes
miterlebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Jesaja. So spricht der Herr zu seinem Gesalbten, zu Kyros. Ich habe ihn an seiner rechten Hand gefasst, um ihn Nationen zu unterwerfen. Könige entwaffnete ich, um ihn Türen zu öffnen und kein Tor verschlossen zu halten. Um meines Knechtes Jakob willen, um Israel meines Erwählten willen, habe ich dich bei deinem Namen gerufen. Ich habe dir einen Ehrennamen gegeben, ohne dass du mich kanntest. Ich bin der Herr und sonst niemand. Außer mir gibt es keinen Gott. Ich habe dir den Gürtel angelegt, ohne dass du mich kanntest, damit man vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang erkennt, dass es außer mir keinen Gott gibt. Ich bin der Herr und sonst niemand. Wort des lebendigen Gottes. Beten wir als Antwortgesang. Aus dem ersten Brief des Apostel Paulus an die Gemeinde in Thessalonich. Paulus, Silvanus und Timotheus an die Kirche der Thessalonicher, die in Gott, dem Vater, und in Jesus Christus, dem Herrn, ist. Gnade sei mit euch und Friede. Wir danken Gott für euch alle, so oft wir in unseren Gebeten an euch denken. Unablässig erinnern wir uns vor Gott, unserem Vater, an das Werk eures Glaubens, an die Mühe eurer Liebe und an die Standhaftigkeit eurer Hoffnung auf Jesus Christus, unseren Herrn. Wir wissen von Gott, geliebte Brüder und Schwestern, dass ihr erwählt seid. Denn unser Evangelium kam zu euch nicht im Wort allein,
sondern auch mit Kraft und mit dem Heiligen Geist und mit voller Gewissheit. Wort des lebendigen Gottes. Sei mit euch. Mit aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei in jener Zeit kamen die Pharisäer zusammen und beschlossen, Jesus eine Falle zu stellen. Sie veranlassten ihre Jünger, zusammen mit den Anhängern des Herodes zu ihm zu gehen und zu sagen: Meister, wir wissen, dass du immer die Wahrheit sagst und wirklich den Weg Gottes lehrst, ohne auf jemand Rücksicht zu nehmen, denn du siehst nicht auf die Person. Sag uns also, ist es nach deiner Meinung erlaubt, dem Kaiser Steuer zu zahlen oder nicht? Jesus aber erkannte ihre böse Absicht und sagte: Ihr Heuchler, warum stellt ihr mir eine Falle? Zeigt mir die Münze, mit der ihr eure Steuern bezahlt. Da hielten sie ihm einen Denar hin. Er fragte sie: Wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie antworteten: Des Kaisers. Darauf sagte er zu ihnen: So gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Wir brauchen keine guten Gesetze, um schlechte Menschen zu bändigen. Wir müssen gute Leute bekommen, um uns von schlechten Gesetzen zu bewahren. Denn wir sind nicht so sehr zu kühn, um Gesetze zu ertragen, als vielmehr zu ängstlich, um Verantwortung zu tragen. Hinter dieser Weisheit von Chesterton, einem der größten katholischen Denker des letzten Jahrhunderts, da steckt die tiefe psychologische und christliche Erkenntnis, dass auch noch so gute Gesetze keine besseren Menschen aus uns machen, aber dass sehr wohl gute christliche Menschen schlechte Gesetze verbessern können. In der Nachfolge Jesu, da glaubt das Christentum eben nicht an ein ausgeklügeltes Gesetzeswerk, das den Menschen bessert. So kennen wir nicht die vielen Gebote und Verbote des mosaischen Gesetzes oder gar ein Gesetzeswerk wie die islamische Scharia. Wir haben die 10 Gebote, die in dem Doppelgebot der Gottes- und Nächstenliebe aufgehen. Und selbstverständlich brauchen wir für den Alltag zur Rechtssicherheit Gesetze,
Aber alle noch so gut gemeinten und gemachten Gesetze können Unrecht, Härtefälle und Missbrauch nicht verhindern. Dazu brauchen wir gute Menschen, aufrechte Christen, die diese Gesetze anwenden, auslegen und immer wieder neu am christlichen Glauben ausrichten. Der andauernde Streit zwischen Jesus Christus und den jüdischen Gesetzeslehrern seiner Zeit dreht sich weniger um einzelne Gesetze als um den letzten Sinn der Vorschriften, also um den wahren Dienst an Gott, um den wahren Gehorsam gegenüber Gott, um das Gesetz der Liebe. Aber da Jesus nicht im Bausch und Bogen das gesamte jüdische Gesetzeswerk verwirft, kann man sich auch nicht in Berufung auf den Herrn von allen religiösen Geboten und Gesetzen verabschieden. Die Gebote noch die Gesetze der Kirche dienen der Gottes- und der Nächstenliebe. Und sie finden darin ihren Grund, auch und gerade, wenn sie von Verzicht, Opfer und Rücksichtnahme sprechen. Sie sind in der Hingabe Jesu verankert. Jesu Kritik an den Lehrern des zeitgenössischen Judentums entzündet sich regelmäßig an deren Heuchelei, so auch in unserem heutigen Evangelium. Und worin besteht diese Heuchelei? Erstens ist schon die Frage als Falle geheuchelt. Bereits die scheinbar demütige, ja gespielt unterwürfige Anrede: Meister, wir wissen, dass du immer die Wahrheit sagst und wirklich den Weg Gottes lehrst. Ja, das ist doch schon geheuchelt. Denn würden sie wirklich glauben, dass Jesus den Weg Gottes lehrt, dann würden sie ihm doch auch folgen. Wie sollte Jesus hier jetzt antworten? Sagt er Nein zu den kaiserlichen Steuern, dann werden seine jüdischen Gegner ihn ohne Zögern bei den Römern anzeigen. Was sie schließlich fälschlicherweise ja bei seinem Prozess auch tun werden. Bejaht Jesus jetzt diese Steuer, dann werden sie ohne Bedenken ihn der Kollaboration mit der verhassten Besatzungsmacht beschuldigen. Und zum Zweiten ist die Steuermünze mit dem Kaiserbild wegen des alttestamentlichen Bilderverbotes per se ein Skandal. Ein frommer Jude hatte so etwas nicht und erst recht trug er es nicht immer bei sich. Und wenn wir nun genau da auch hinhören, dann merken wir, dass Jesus eine solche Münze weder besitzt, ja sie überhaupt noch gar nicht berührt. Das überlässt er jenen Heuchlern, die ihm diese tückische Falle stellen und die sich so eigentlich selbst enttarnen. Die Antwort unseres Herrn schließlich ist von einem, ja man könnte schon fast sagen, hintergründigem Humor, vom tiefen Ernst und von einer zugleich richtungsweisenden Klarheit. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Das ist mehr als ein elegantes Wortspiel, das mit Humor und die Heuchelei beantwortet. Denn Jesus Christus sagt hier all seinen Jüngern, dass sie in einem legitimen Staat mit einer legitimen Obrigkeit gute und treue Staatsbürger sein können, ohne sich gegen Gottes Gebot zu versündigen. Das bedeutet, der Christ, der gläubig auf die Ewigkeit hin ja zugeht, der sich an Gottes Wort und an der Gnade Jesu Christi ausrichtet, der übernimmt auch Verantwortung in dieser Welt. Dadurch, dass die Lehre Jesu, die Botschaft der Kirche und eine lebendige Gottesbeziehung ihn selber prägen. Dadurch kann der Christ als Christ Verantwortung in der Welt übernehmen. Nur so kann er als Christ an Gesetzen auch mitwirken, die dem ewigen Gesetz Gottes entsprechen. Nur so kann er als Christ auch für die Gerechtigkeit eintreten, im Blick auf die absolute Gerechtigkeit Gottes, die immer ja auch barmherzig ist. Nur so kann er als Christ auch aus der Liebe Jesu lebend
Nächstenliebe üben und im Blick auf die Hingabe des Herrn selber auch Opfer bringen. Denn als Christ stellt er sich aus dem Glauben an den ewigen, unwandelbaren Gott den Herausforderungen seiner Zeit. Die Kirche, sie muss an Gottes Gebot nicht nur erinnern, sondern es eigentlich immer wieder nachdrücklich anmahnen, wenn sie für den Lebensschutz, besonders am Anfang und am Ende unseres menschlichen Lebens, eintritt und so die Menschenwürde ja im Ganzen schützt. Treu den göttlichen Geboten verteidigt sie auch die Ehe und auch die Familie als Grundsteine der gottgewollten Ordnung in dieser Welt. Immer wieder werden die Jünger des Herrn die naturgegebenen und gottgewollten Grundlagen für jedes menschliche Miteinander schaffen, erklären und auch einfordern. Das ist keine x-beliebige Lobbyarbeit der Kirche, sondern das ist ihr Dienst, das ist ihre Mission für alle Menschen. Es ist ihr Dienst an der Wahrheit. Sie nimmt dabei die Weisheit von Chesterton wirklich ernst. Wir brauchen keine guten Gesetze, um schlechte Menschen zu bändigen. Wir müssen gute Leute bekommen, um uns von schlechten Gesetzen zu bewahren. Also gerade dann, wenn die Kirche in Treue zu Gottes Wort sich gegen die Gesellschaft, gegen die Mehrheitsmeinung, gegen die Medienmacht stellt, dann dient sie Gott und den Menschen am meisten. Sie muss in der Gesellschaft und auch im Einzelnen immer wieder die Frage wachhalten, ja, was gehört Gott? Und was gehört dem Kaiser? Was gehört dem Staat, der Gesellschaft? Was gehört mir? Lebe ich mein Leben so, dass der Glaube wirklich mir wichtig ist? Und bete ich um Heiligkeit in meinem Alltag? Frage ich wirklich nach dem Willen Jesu für mein Leben? Welche Menschen sind mir wichtig? Was ist mir wichtig? Wie oft tritt nicht das Zweitrangige an die Stelle des Erstrangigen? Bedenken wir schließlich, dass die heuchlerisch gemeinte Anredeworte der Pharisäer im Evangelium an Jesus eigentlich die volle Wahrheit über unseren Herrn aussagen. Er ist der Lehrer der Wahrheit. Er ist der Lehrer des Weges Gottes. Also beten wir zu diesem Lehrer und Meister. Beten wir in allen schweren Lebenslagen und vor Entscheidungen zum Heiligen Geist, den uns dieser Lehrer vom Vater aus sendet. Und verehren wir gerade in diesem Rosenkranzmonat Oktober besonders auch die Gottesmutter Maria, die Mutter des guten Rates. Sie weiß, wie ängstlich und unentschieden wir manchmal sind. Mögen wir auf ihre Fürsprache und Rat erkennen, was Gott gefällt, damit all unser Wirken bei ihm Halt und Richtung findet. Amen. Bekennen wir nun gemeinsam unseren Glauben, indem wir das apostolische Glaubensbekenntnis beten. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Gott hat uns in diese Welt gestellt und in der Taufe in seine Kirche berufen. So beten wir zu ihm. Gebt Gott, was Gottes ist. Guter Gott, gib allen Getauften Mut und Kraft, deine Liebe mit ungeteiltem Herzen in Wort und Tat unter den Menschen zu bezeugen. Wir bitten dich, erhöre uns. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Stärke alle Bürger in der Verantwortung, ihre Rechte wahrzunehmen und zum Aufbau des Gemeinwohls beizutragen. Wir bitten dich, erhöre uns. Ich bin der Herr und sonst niemand. Wehre dem Hochmut mancher Staatenlenker und rufe alle zur Verantwortung für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir danken Gott für euch alle, so oft wir in unseren Gebeten an euch denken. Nimm unseren Dank für unsere Mitchristen an und steh besonders den kranken, alten und bedürftigen Menschen bei. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir wissen, dass ihr erwählt seid. Nehmt alle unsere Verstorbenen, die du beim Namen gerufen hast, auf in dein Reich des Friedens und vollende sie in deiner Liebe. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr unser Gott, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen. Zur Gabenbereitung beten wir denn das Lied Lobe den Herrn. Betet, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefallen. Denn er nimmt das Opfer aus seinen Händen, zum Lob und Ruhm seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Helf uns, Herr, dass wir den Dienst am Altar mit freiem Herzen vollziehen,
Befreie uns durch diese Feier von aller Schuld, damit wir rein werden und dir gefallen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir warten auf deinen Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und dich mit der ganzen Schöpfung zu loben. Denn in dir leben wir, in dir bewegen wir uns und sind wir. Jeden Tag erfahren wir aufs Neue das Wirken deiner Güte. Schon in diesem Leben besitzen wir den Heiligen Geist, das Unterpfand ewiger Herrlichkeit. Durch ihn hast du Jesus auferweckt von den Toten und uns die sichere Hoffnung gegeben, dass sich an uns das österliche Geheimnis vollendet. Darum preisen wir dich mit allen Chören der Engel und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr der Mächte. Erfüllt sind Himmel und Erde von seiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Gebenedeit sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna, Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung weisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus.
Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen, mit deinem Auserwählten, der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit dem heiligen Ignatius und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Dein Diener, unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Franz Josef und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Herr Jesus Christus, du hast zu deinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, schau nicht auf unsere Sünde, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Gottes unschuldig, am Stamm des Kreuzes geschlachtet, allzeit erfunden geduldig, wie wohl du wahres verachte, allzu das ist sonst müssten wir verzeihen, erbarme dich Thank you.
Seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Das Auge des Herrn ruht auf allen, die ihn fürchten und ehren, die nach seiner Güte ausschauen. Denn er will sie dem Tod entreißen und in der Hungersnot ihr Leben erhalten.
Stunde gemeinsam. Nun danket all und bringet her, ihr Menschen in der Welt, den dessen Lob der Engel her im Himmel stets vermeldet. Ermuntert euch und singt mit Schall, Gott, unser höchsten Gut, der seine Wunder überall und große Dinge tut. Er gebe uns ein fröhlich Herz, erfrische Geist und Sinn, und werf all Angst durch Sorg und Schmerz in leeres Tiefen. Er lasse seinen Frieden auf unserem Volk und Land. Er gebe Glück zu unserem Tun und Heil zu allem Stand. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, gib, dass die heiligen Geheimnisse, die wir gefeiert haben, in uns Frucht bringen. Schenke uns Tag für Tag, was wir zum Leben brauchen, und führe uns zur ewigen Vollendung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Er wende euch sein Antlitz zu und schenke euch seinen Frieden. Das gewähre euch der dreieinige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott. Grüßen und beten wir zum Schluss das Lied an die Gottesmutter Maria.